Oh ja, komm, komm. Okay, ich hab Bock. Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Heute sollte Samstag sein, wenn dem so ist, wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Heute haben wir AT mit Down With It. Das habe ich mir schon zurechtgelegt, extra, dass ich darauf als nächstes reagiere. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Beat ist von Rednik. Ich war erst ein bisschen überrascht, weil ich halt gehört habe, dass ein Producer namens Roughnik anscheinend auch mit AT zusammengearbeitet hat oder es vorhatte. Und da war ich schon kurz davor, mich halt zu freuen, so dass der jetzt für ihn halt was gemacht hat. Aber nee, ist anscheinend jemand anderes, jemand, der deutlich bekannter ist. The Call of the Void hat Pulse viel für AT gemacht, sehr viel. Und das war wirklich ein überragendes Ding. Call of the Void. Ich finde es schade, dass am Ende des Jahres niemand darüber gesprochen hat, aber das Ding war in der Top 5 der besten Alben 2021. Wirklich. Was AT da wieder gepackt hat, ist Wahnsinn. Und gepackt hat er mich aber vor allem nicht mal mit dem harten Rap, nicht mal mit seinem Skill, der überragend war, sondern halt mit dem Song Call of the Void. Das Ding hat mich berührt. Und das, obwohl ich kein Junkie bin. Ich bin meilenweit davon entfernt. Der AT hatte ja wahnsinnige Exzesse hinter sich über die Jahre. Und auf dem Paragraph 84 Album mit 4 konnte man schon erahnen, wohin es geht. Auf dem Track, wo er rappt, ihr wollt wissen, wer ich bin, hier habt ihr eure scheiß Realness. Ich musste am eigenen Leib erfahren, dass es kein Spiel ist. Und dann auf Call of the Void ging es richtig los. Er hat auch gesagt, dass seine eigentliche EP, die er rausbringen wollte, ich habe schon vergessen, wie die heißt, das ging halt komplett unter. Das gemerkt, warum, der war komplett am Ende. Hat sich aber eigenhändig, ohne psychologische Hilfe, so wie ich glaube, so wie er es gesagt hat, da rausgeschafft und hat dann ein Album rausgehauen, was, ich kann es nicht oft genug sagen, das war so neu. Es war AT auf einer komplett neuen Stufe. Du hast Screams da drin gehabt und Growls, ganzen verschiedenen Variationen von Metal-Schreien. Ein AT, der komplett ausgepackt hat, auch mit seinem Flow. Der hat ja auch bewiesen, dass er in der Vergangenheit schon Double-Time-ähnliche Flows machen konnte, aber damit hat er es richtig übertrieben. AT ist kein konstanter Double-Timer, so wie zum Beispiel San Diego, der mal 2 bis 4 Zeilen oder sogar länger durchgängig Double- oder Triple-Time-Rap. AT ist jemand, der packt gerne, der streut gerne so kleine Double- und Triple-Time-Passagen in seine Raps rein. Er rappt ja gerne auf Beats zwischen 85 und 95 BPM, was sich super für harten und schnelleren Rap eignet. Und da ist es halt geil, wenn du nur so schnelle kleine Passagen mit einstreust. Und er macht das mega gut. Das gibt dem Ganzen noch viel mehr Druck und Aggression. Ich habe keine Ahnung, ob Down With It in eine ähnliche Richtung geht oder nicht. Bei AT freue ich mich auf jeden Fall immer drüber, wenn was Neues kommt, weil nicht so oft was Neues kommt. Mix Master ist bei ihm, Video auch. Ich weiß noch, Julian hat sich früher bei seinen Battles immer beschwert, dass seine Mische so kacke ist, aber AT ist ja mittlerweile als Mischer immer besser geworden über die Jahre. Als Videoproduzent finde ich ihn tatsächlich auch sehr gut. Also dann, let's go. Oh, habe ich die Auflösung jetzt schon eingestellt? Ja, muss man auch gucken, dass hier die Qualität überragend ist hier in 4K. Auf geht's. Boah, das sieht auch wieder geil aus, die Schrift. Ah, guck mal, typisches. Welches Format ist das jetzt? Jetzt muss ich aufpassen. 16 zu 9, ne? Fick deinen Hype, deine Mucke ist trash. Bitch, ihr verkauft euch wie Nutten für Cash. Sie reden von Kilogramm, kuschelt den Stack. Sie machen noch hart aus, sind lustig und nass. Okay. Ganz anders, als ich es von AT gewohnt bin. Auf einem etwas deutlich langsameren Beat, als ich es von AT gewohnt bin. Gerade habe ich ja noch gesagt, dass er eher auf die schnelleren Dinger abgeht, aber das ist dann doch ein Schritt in die komplett andere Richtung. Tipp des Dinges ungefähr bei 70 BPM, so nach Gefühl. Dann hast du ein relativ eingängiges, langsames, schleppendes Trap-Sample, was auch anscheinend runtergepitcht ist mit Halftime. Dann hast du einen AT, der darauf sehr gedrückt und tief rappt. Also nicht zu gedrückt. Es fühlt sich so an, warte, wir hören nochmal rein. Noch geht's. Ich finde, auf seiner EP hat das noch stärker gemacht, dass er seinen Kehlkopf schon stark nach unten gedrückt hat, so, und dann immer mehr so gerappt hat, nur mit mehr Stimmen. Ungefähr. Und hier ist es noch nicht ganz so extrem, aber es geht in die Richtung. Und außerdem rappt er in Triolen. Also er rappt nicht da 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 da, komm in deine City Mitte, sondern er rappt da 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 da. Hört mal zu. Fick deinen Hype, deine Mucke. Fick deinen Hype, deine Mucke. Okay, am Anfang war es noch ein bisschen, na, da war es nicht eindeutig Triole, aber jetzt schon. Reden von Kilogramm, das sind jetzt eindeutige Triolen, finde ich. Reden von Kilogramm, da, 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 da. Der Einstieg noch nicht so ganz, aber jetzt auf jeden Fall. Machen auf Autos sind lustig und nass. Was willst du reden? Ich hab kein Interesse. Geschändete Seele, ich bin wie besessen. Ich hab in meinem Leben zu vieles gefressen. Es wird nicht vergeben, es wird nicht vergessen. Geh wieder von Drogen weg. Okay, also thematischer Einstieg ist eigentlich ähnlich wie bei Socially Awkward, seiner ersten Single bei seinem letzten Album. Dass er quasi sagt, er hält nicht viel von der aktuellen Szene. Leute machen auf Gangster, aber sind halt totale Weichkekse. Das ist ein Wort. Und gleichzeitig hast du einen AT, der dann sagt, er hat Drogenexzesse hinter sich und ist komplett platt, abgeturnt und abgefuckt. Vergiftet, ich komm und du fickst durch den Wohnzimmertisch. Keine Drohung, komm ich in die Wohnung. Wird mit deiner Böde dein dreckiger Boden gewischt. Man, ich mach meine Mucke für Wohnzimmertisch, Boden gewischt. Ich und mich hat es noch nie interessiert, ob es Lob dafür gibt. Und ich hab mit dem Rest in dem Game nichts zu tun. Alles dämliche Kekse, verlorene Bitches. Da muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht so mega mit dem Game connected. Aber ich find's schon immer interessant, wenn Rapper davon berichten, dass halt die meisten Leute, die meisten anderen Rapper schon sehr, sehr seltsame Zeitgenossen sind. Und gleichzeitig finde ich's auch geil, dass AT halt auch sagt, dass er nie dafür gerappt hat, damit er mal groß rauskommt oder mal ein Star wird, sondern einfach nur um zu rappen. Alter. Da muss ich auch wieder sagen, ich fühle es brutal. Also extrem. Klar, man hat immer den Wunsch, mit seiner Musik was zu erreichen und auch in den Augen der meisten Leuten, als jemand dazustehen, der sehr
sehr gut ist in dem, was er tut. Aber natürlich, am Ende des Tages macht man es einfach nur, um selbst klar im Kopf zu bleiben und um was zu machen. Was ist ein Mensch, wenn er keinen Antrieb hat? Ah, guck mal, jetzt Stimmwechsel. Finde ich auch geil bei den neueren 80-Tracks. So, ja, geht's jetzt ruhig los und dann auf einmal kommt er halt richtig laut und grün rein. Voll euch pissern, da, da, da. Ich kann's jetzt halt nicht so laut machen wegen meinem Mikro. Ich will dem nicht so wehtun. Hab mit dem Rest in dem Game nichts zu tun. Alles dämliche Tracks und verlorene Bitches. Keiner von euch pissern kann mir das Wasser rechnen. Ich bin immer noch so. Finde ich auch gerade wieder so ein kurzer Vocal-Chop-Effekt drin war. Da wurde quasi dieses Keiner, also die Vocalspur wird aufgeschlitzt und dann wurde dieses Keiner noch einmal davor platziert. Damit es einfach einen coolen Effekt hat. Ich kann gar nicht benennen, was es jetzt genau ist, aber es wirkt irgendwie, es ist irgendwie cool. Keiner von euch pissern kann mir das Wasser rechnen. Ich bin immer noch so. Always keep getting better, bitch. Ich bretter den Beat an die Wand und ich lief eine Show. Ey, die macht Dance und ich fick auf alle, denn sie können mir nichts, aber das bin ich gewohnt. Ich bin immer schon dope und sie lieben den Flow. Immer schon dope und sie lieben den Flow. Also er fährt die Triolen schon weiter die ganze Zeit. Verdien ich mein Brot, ich werd nie wieder broke. Nie wieder broke. Ach, 80 rhymt halt auch einfach geil, ne? Er hat nicht nur diese wunderschönen viersilbigen Reime, er hat auch gleichzeitig einen Anspruch, der darüber hinausgeht. Also er packt dann auch schon mal, dann auch nicht nur zwei, sondern auch gerne mal drei oder vier Reime mit der gleichen Silbenzahl wie die Endreime in seine Zeilen. Ballert einfach geil. Ich habe letztens ein Live-Battle gesehen von ihm gegen, Phasenkind hieß sein Gegner. Und es war auch überragend von beiden Seiten, aber 80 habe ich insgesamt schon als stärker gesehen. Er hat so eine geile Reimtechnik, auch wie er reinsteppt, bevor der Beat überhaupt losgeht. Er ist so versiert und macht das schon so lange. Und auch die Performance ist einfach mega gewesen. Ich habe es gefühlt von Anfang bis Ende wirklich. Die nächste Stufe der besten Version von mir selbst. Wieder Ego Push, quälender Druck. Aber solange ich alles nicht komplett habe ich gerissen, aber finde ich keine Seelenruhe. Ah, komm mal. Lieber jede Zeit von mir selbst. Wieder Ego Push, quälender Druck. Aber solange ich alles nicht komplett habe ich gerissen. Solange ich alles. Dabba, dabba, dabba. Was war das jetzt? Also es scheint jetzt wieder ein Triple Time Flow zu sein. Also weil das ja so ein langsamer Beat ist, waren die Triolen schon quasi Double Time. Und jetzt wechselt er ja auf einen Jambus als Vershebung, also betont, unbetont. Da, 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 komm in deine Gegend mit der. Und macht es halt doppelt so schnell, wie es normalerweise wäre. Also habe ich ja schon mal in anderen Videos erklärt. Also quasi Triple Time, dass maximal 32 Silben in deine Zeile passen. Deswegen klingt das so schnell. Die nächste Stufe der besten Version von mir selbst. Jetzt rappt er gerade noch Triolen. Da, 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 da. Die nächste Stufe der Never the Zone. Da, 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 da. Push, quälender Druck, aber solange ich alles. Und jetzt zieht er nochmal an. Aber solange ich alles. Nicht komplett hab ich gerissen, aber finde ich keine Seelenruhe. Da wird's auch ein kleines bisschen undeutlich, was aber daran liegt, dass die Wortwahl auch unvorteilhaft gewählt ist für einen Triple Time. Ich kann aber richtig gut verstehen, warum er es trotzdem gemacht hat, weil die Aussage hier vorne steht und durch den schnellen Flow halt nochmal nach vorne gehoben wird. Normalerweise steht Aussage eher im Hintergrund bei Triple Times, aber bei einem Beat, der halt eben langsamer ist, wo du den Triple Time dadurch halt deutlicher verstehen kannst, pflanzt sich das dann doch in deinen Kopf. Ähnlich wie Jay Jiggy auf seinem Track 1000, wo er rappt, aber wird es dunkel, dann erkennst du diese Hunde ja, weil ihre Augen auffällig am Leuchten sind. Ist auch Triple Time in dem Fall, aber man versteht es noch und weil das am Ende einer Zeile ist und der Beat da ein bisschen aussetzt, bis auf die Hi-Hat, um halt zu checken, dass es sehr tight ist, was er rappt, kommt halt eine Message an und gleichzeitig ein krasser Flow und es brennt sich zusammen in den Kopf. Die Wirkung klappt aber meiner Meinung nach nur, wenn der Beat so langsam ist wie hier. Da merkt man AT auch wieder an, dass er so lange rappt, dass er genau weiß, wie seine Zeilen wirken sollen. Ich finde das krass. Wieder broke. Die nächste Stufe der besten Version von mir selbst. Wieder Ego Push, quälender Druck, aber solange ich alles nicht komplett hab ich gerissen, aber finde ich keine Seelenruhe. Lieber jede Zeile zehnmal überdenken und dafür für jeden Text aber Stunden brauchen. Lieber dafür jede Zeile zehnmal überdenken. Das ist auch ein interessanter Flow, den ich erst vor einem halben Jahr entdeckt habe. Den kannte ich vorher gar nicht. Aber solange ich alles nicht komplett hab ich gerissen, aber finde ich keine Seelenruhe. Lieber jede Zeile zehnmal überdenken und soweit ich das weiß, ich kann es euch nicht genau sagen, aber das ist an sich wieder das Triolenflow von vorher, aber mit einer anderen Vershebung. Falls es jetzt euren Kopf sprengt, dann ist das nichts Schlimmes. Ich habe auch erst eine Weile gebraucht. Also es ist ein sehr bekannter Flow. Die meisten verwenden den wahrscheinlich auch nur, ohne zu wissen, wie er genau funktioniert, weil er nicht so schwer anzuwenden ist tatsächlich. Aber an sich ist es das triolische Raster. Also wenn man auf den reinen Takt guckt, ist es immer noch ta-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 ta. Aber er betont es nicht. Ta-t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 a. Die Silben laufen aber trotzdem so ab. Er betont es wie ein Jambus. Also ta-ta-ta-ta. Lieber jede Zeile überdenken. Aber gleichzeitig läuft es im triolischen Raster. Versteht ihr? Das ist echt nicht easy zu erklären. Aber das ist dieser Flow. Ein Kollege hat den zum Beispiel auch gemacht bei Money Stacks. Ficke Rockefeller bei einem Schachduell. Lieber jede Zeile zehnmal überdenken und dafür für jeden Text aber Stunden brauchen. Lass mir ohne jeden Zweifel dämlichen Dreck aus dem Mund zu saugen. Kumpel, glaub mir die besten Jahre noch vor. Angenehm. Auch so eine geile Aussage. Hat er auch recht, da fühle ich brutal. Ich habe mal mit einem Ex-Kunden habe ich gelabert darüber, wie lange wir dann für unsere Texte brauchen. Er hat tatsächlich das meiste gefreestylt und wenn nicht, dann hat er seine Texte schnell fertig. Dann hat er mich so gefragt, ja, Digga, es war so ein Typ, der wie ich Digga und Bruder sagt die ganze Zeit. Wie lange brauchst du denn für deinen Text? So, ja, das kann je nach Anspruch und Thema schon gerne mal 6 bis 12 Stunden dauern, je nachdem, was mein Anspruch ist, was ich erreichen will, was alles im Text sein will, muss. Und wenn das wirklich so anspruchsvoll wie möglich sein soll und ich mir da richtig Mühe gebe und ich es auch am nächsten Tag nochmal überarbeiten möchte, also ich will ja auch wirklich für Feinschliff sorgen, eventuell zeige ich das sogar Leuten und frage die, ob das wirkt, was ich da schreibe. Natürlich kann das dann gerne mal lange dauern. Und dann gibt es Leute, die kacken das einfach raus, die hauen halt einfach ihre Texte
Texte raus, scheißen das wirklich hin und für sie ist das dann gegessen. Very poor choice of words. Und das kann man machen, wenn es funktioniert mit der Musik wirklich. Aber dann denke ich mir wirklich, ist das dein Anspruch? Ist das dein Verständnis von stolz auf das sein, was du machst? Wenn deine Priorität woanders liegt, ja meine Güte, dann mach's halt. Aber ich könnte damit halt nicht zufrieden sein. Deswegen, ich bin da eher auf der Seite, auf der 80 steht. Auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt der Fan von bin, das sind zwei Lager einzuteilen. Ich persönlich habe auch einfach nur die Ansicht. Oh ja, doch ich habe immer noch keine Zeit für Spaß. Sind deine dämlichen Dreck aus dem Mund zu saugen. Kumpel, glaub mir, die besten Jahre noch vor mir. Doch ich habe immer noch keine Zeit für Spaß. Sind deine Spaß, die permanente Scheiße quatschen. Alle sagen, sie ficken die Szene, keiner macht es. Das ist das, was ich meine, diese kleinen Passagen. Alle sagen, sie ficken die Szene, aber keiner macht es. Diese kurzen, schnellen Passagen, die er da reinpackt. Das wirkt so unglaublich geil und aggressiv. Und mittlerweile packt er halt noch gerne gesungene Spuren in den Hintergrund. Während er rappt hier. Doch ich habe immer noch keine Zeit für Schwachsinn, kleine Spaß. Doch ich habe immer noch keine Zeit für Schwachsinn. Und während er diesen Triple Time gerade rappt, kommt dann im Hintergrund. Doch ich habe immer noch keine Zeit für Schwachsinn. Das wird halt so gemischt, dass sich die Spuren nicht in die Quere kommen. Und es wirkt halt auch einfach cool. Vor allem auf dem leeren Beat haben die beiden Vocalspuren genug Platz, um beide zu wirken und werden nicht überdeckt vom Beat. Permanente Scheiße quatschen, alle sagen, sie ficken die Szene, keiner macht Das ist halt auch geil, weil wenn er dann fertig ist, zieht die andere Spur noch rüber. Und die ist auch schön richtig klar und deutlich. Das ist halt auch eine geile Idee, um Pausen zu füllen. Ich frage mich dann, ob das bei ihm die Idee beim Recorden gekommen ist. Ob er sich gedacht hat, da ist eine zu lange Pause. Okay, dann gute Idee. Ich sing nochmal drüber und ziehe das dann einfach lang, dann füllt sich die Pause. Manche Leute benutzen dann noch Adlibs. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das bewusst gemacht hat. Aber es ist immer interessant zu sehen, was Künstler für einen Schaffensprozess haben. Bei 80 weiß ich, habe ich in verschiedenen Interviews jetzt gehört, dass er gerne viel probiert vom Mikrofon, bevor er einen fertigen Take hat. Du musst ja auch verschiedene Stimmlagen testen, gucken, okay, ist jetzt hier besser aggressiv zu rappen oder eher ruhig. Ich glaube aber mittlerweile denkt er sich das schon beim Schreiben, welche Lage er benutzt, welche Stimmlage, wo er Energie gibt und wo nicht. Alle sagen, sie ficken die Szene, keiner macht Ich muss niemandem mehr irgendwas beweisen außer mir selbst. Sonst war das ich nicht den leichtesten Fick da aufgebe. Wer von euch die 80 for real? Ich hab 2020 fast mein Leben gefickt. Alles was ich machte war benebelt von Gift, die unzähligen Trips, alles hier gekickt. Wir sind zu Panikattacken und Depressionen griffen. Die Ärzte meinten nur die Medizin hilft dir. Und zum allerersten Mal in meinem Leben hab ich eine Pille, die mich alles hier vergessen lassen wird, ohne zu zögern abgelehnt. Wie lange hab ich mich gefragt? Ja, eben schon wieder. Für diese unglaublich wichtigen Aussagen, ne, macht er schnellere Passagen. Ich habe das Ganze gerade mal durchlaufen lassen, weil das eine Story war, die ich auf jeden Fall ganz hören wollte, damit sie wirkt. Er berichtet über Drogenexzesse anschließend, dass er ärztliche Hilfe bekommen hätte, sie aber abgelehnt hat. Da hat man ja bei Call of the Void so ein paar kleine Hints bekommen, dass er sich halt von der ärztlichen Hilfe abgewendet hat und es komplett allein geschafft hat. Ich schaffe einfach glücklich zu sein und den Trucks zu nehmen, um Jahre später dann bemerken zu müssen, der Trick ist einfach keine Trucks zu nehmen und alles wenn jetzt... Ja, der Trick ist einfach keine Trucks zu nehmen, das ist genau... Und sie vergessen lassen wird, ohne zu zögern abgelehnt. Wie lange hab ich mich gefragt, wie ich schaffe, einfach glücklich zu sein und den Trucks zu nehmen. Um Jahre später dann bemerken zu müssen, der Trick ist einfach keine Trucks zu nehmen. Er lacht auch in dem Take. Wird leicht von einer anderen Spur überschattet. Vielleicht merkt man es dann erst beim mehrmaligen Hören. Er guckt auch ernst im Video, deswegen merkt man es wahrscheinlich nicht. Es ist so eine banale Aussage. Aber vielleicht kennt ihr das, dass ihr eine Aussage erst gettet, wenn ihr es selbst erlebt. Bei vielen Sachen ist es so, der Lehrer kann euch nur sagen, wie etwas ist. Wie es aber wirklich ist und sich anfühlt, müsst ihr selbst erleben. Nur um dann zu merken, dass ihr es gedanklich komplett anders einordnet, als ihr es gelernt habt. 80 muss halt lernen, wie es ist, glücklich zu sein und nur Drogen zu nehmen. Und hat sich ewig gefragt, wie das gehen soll. Bis er dann gecheckt hat, dass man nur glücklich ist, wenn man keine Drogen nimmt. Versteht ihr, was er damit sagen möchte? Es wirkt so plump und manche denken sich jetzt wahrscheinlich, hör, Captain Obvious, aber da steckt was dahinter. Ich schaffe einfach glücklich zu sein und den Trucks zu nehmen, um Jahre später dann bemerken zu müssen, der Trick ist einfach keine Trucks zu nehmen und alles wird ja, es ist genauso simpel, aber irgendwann gleicht dein Körper das Dopaminlevel wieder aus. Und klar, dieser Gedanke darin, okay, wenn ich jetzt was nehme, geht's mir kurz gut und vielleicht kann ich mal kurz die Alltagssorgen vergessen. Der Call of the Void, den 80 eben angesprochen hat, das ist ja genau dieses Prinzip von, ja, einmal kurz nehmen, einmal kurz runter. Man kommt ja auch wieder hoch, aber die Treppen sind brüchig, ne? Aber wenn man dem widersteht und dein Körper sich irgendwann wieder reguliert, bist du einfach glücklich. Ich muss auch sagen, jetzt wo ich deutlich weniger kiffe als im Jahr davor, geht's mir auch deutlich besser. Aber nur wenn du die Scheiße willst und dann fängst du begreifen, dass der richtige Weg nie der leichte ist. Deutsche Rappers sind im Keller, sitzen da auf Hardcore und fixen den Scheißversager. Die am Mic dran, was sie für Lifestyle haben, mit Scheiß gelabert von der Breitling am Arm oder kleiner Magen und dabei noch den Breitling am Arm oder kleiner Magen, die Scheiße labern. Eindruck machen, als ob man irgendwas davon erreichen könnte, wenn man nichts macht, außer dumm auf der Couch rumsitzen und sich breit zu pappen. Ja, Feinde machen, weil ich schon immer der Beste. Ja, genau. Und das ist auch so ein Ding, was ich wirklich kritisieren muss in der aktuellen Szene. Das fuckt mich halt übertrieben ab. Dieses Statussymbole anzeigen to the max, wirklich nicht mehr. Einfach nur das fuckt mich ab. Übertrieben. Und gleichzeitig, ja, ich rauche meinen Jibbit hier und ich kiffe meinen Joint da. Ich ziehe die Lines, ich sippe das Lean. Die rappen einfach davon, breit zu sein, Frauen zu haben und Geld. Eine Menge. Und das suggerieren die Kindern. Und ich meine, ja klar, die Werte, die vor 20 Jahren vermittelt wurden, waren auch nicht gut. Aber wie inflationär das mittlerweile geworden ist, kotzt mich an.
Und wie? Wirklich, da finde ich es halt gut, dass Leute wie AT das wirklich mal anprangern, weil es halt auch einfach nicht klar geht. Wieso ist es denn mittlerweile so Mainstream geworden? Das Ding hat ja nicht mal einen Mehrwert. Ein Kollege hat es früher auch gerappt, aber der hat erstens kein Hänger-Image gehabt. Also hat auch gesagt, ja, du musst arbeiten, um Erfolg zu haben. Das war immer ein Ding. Und zweitens hat er das immer mit Humor verpackt. Hatte gute Punchlines, hatte witzige Wortspiele oder halt wirklich gewitzte Zeilen. Und selbst wenn da mal keine tiefere Aussage war, war da ein guter Reim am Ende oder ein geiler Flow. Und was haben die denn von heute? Nichts. Das ist einfach nur sagen, um was zu sagen. Die haben keine Aussage. Doch ich stand so lang still, jahrelang die Dopamin-Rezeptoren mit Oxycoca, Weed und Anfang gekillt. Und ich fühlte mich nur noch vom Leben enttäuscht. Doch mir geht es so gut wie noch niemals zuvor in meinem Leben. Ich bin wieder da, fuck, und ich hab ne Kugel für jeden von euch. Ich werd niemals die Knie für nix. Diese Stimmausraster, die er auch manchmal am Ende von der Zeile hat, wirklich so wie er es fühlt aktuell. Ach, das ist geil. Muss ich auch mal sagen, Alex, ich weiß, du wirst das nicht sehen, aber es freut mich wahnsinnig, das zu hören. Ich habe selbst Fälle in meiner nahen Familie und Verwandtschaft gehabt, wo es wirklich eng geworden ist, oft mit der Drug Addiction. Bei Verwandten, die schon etwas länger gestorben sind, da war es eher die düstere Seite der Geschichte. Und bei Verwandten von mir, die wirklich nah an mir sind und die da gerade erst raus sind, kann ich zum Glück sagen, ich bin froh, dass ich beide Seiten der Medaillen kenne und sehen kann, sehen konnte, wie sich eben auch wieder jemand aus dieser Extreme rausschafft. Und ich weiß auch, dass der Alex da noch tausendmal schlimmer drin war, als diese Person, die ich meine. Ich kenne zumindest selbst diese unglaublich ekelhaften, miesen Gefühle. Und bei ihm war es ja wirklich zum Maximum, zum absoluten Limit ekelhaft. Dass er es rausgeschafft hat und jetzt powert ohne Ende. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Das ist ein abnormal krankes Gefühl, das freut mich. Ich bin niemand und ich bin die Schlusslinie vom Spiegelrand. Ich bin mein einziger Feind, weil ich nicht die Kontrolle über meine niedersten Triebe hab. Aber keiner hier checkt das, keiner hier rappt. Ja, ich bin mein einziger Feind, wenn ich nicht die Kontrolle über meine niedersten Triebe hab. Ist auch sehr geil, ist sehr geil gesagt. Ist ähnlich, das hat ja Lance Butters gesagt. Ich habe Angst aber nur, wenn es um mich geht, wo er im Prinzip halt dasselbe meint, dass er sich selbst am meisten verhunzt und dass er Angst davor hat, dass er sich selbst zu sehr gehen lässt. Und ich denke mal, hier bei AT ist das derselbe Fall. Ist eine starke Aussage, könnte ich auch genauso unterschreiben. Am Ende des Tages haben wir wahrscheinlich alle auch am meisten Angst vor unseren eigenen Handlungen. Krass, AT's back, Deutschland fällt in die Pampas. Ich bin das Brett, auf was keiner gesetzt hat. The most important thing for anyone to realize is that you and every person you see will soon be dead. Memento mori, be mindful of death. Memento mori, bedenke, dass du sterblich bist. Müsste aus der Renaissance-Zeit gewesen sein, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, weil zusammen mit Carpe Diem, diese Zeit, in der die Leute erkannt haben, dass der Tod allgegenwärtig ist, haben die Leute zweierlei aufgefasst. Entweder bedenke, dass du sterblich bist, also quasi, du stirbst irgendwann mal, harte Message, denk daran immer, wenn du lebst. Und Carpe Diem ist, du bist sterblich, also mach das Beste aus deinem Leben, nutze den Tag. Das sind zweierlei Auffassungen derselben Erkenntnis quasi und das ist ganz interessant aus der Zeit. Vanitas, Memento mori, Carpe Diem. Musste ich gerade extra nochmal nachschlagen. Diese Gedanken an Vergänglichkeit. Als ich erkannt habe, wie schnell man auf einmal älter werden kann, ich bin jetzt 21 und ich habe mir gedacht, damn, ich bin nur noch 9 Jahre davon entfernt. Noch nicht mal 9 Jahre, als ich auf die Welt gekommen bin, also als meine Eltern in dem Alter waren. Das ist viel zu krass. Wenn man da lang genug drüber nachdenkt, sprengt es einem den Kopf. Ich weiß auch nicht, ob einer von euch die Verwirrung des Zöglings Törles kennt, wahrscheinlich nicht. Da merkt man wahrscheinlich auch das Deutschabitur von mir. Ich muss mir das Ganze ja reinziehen. Der Junge hat quasi irgendwann erkannt, dass all das, was er in seinem Unterricht gelernt hat, wahr ist und konnte es nicht fassen. Als er das erste Mal in den Himmel geguckt hat und auf einmal gecheckt hat, was unendlich eigentlich heißt, hat er Angst bekommen. Tierische Angst, weil das so erdrückend für ihn war. Der Himmel schien plötzlich auf ihn hineinzuprasseln, weil alles, was hinter den Wolken war, unermesslich riesig sein musste. Jetzt schweife ich schon wieder viel zu sehr ab, aber ich finde, AT ist bestimmt auch jemand, der sich über solche Sachen sehr viele Gedanken macht, genau wie ich wahrscheinlich auch. Und deswegen finde ich diesen Einspieler mit Memento Mori auch gut. Vor allem passt es so gut auf dieses Drug Addict Ding, was er gesagt hat. Wenn du jeden Tag wegwirfst, dann bist du am Sterbebett irgendwann und denkst dir, ich habe mein ganzes Leben verschwendet. Aber wenn du dir denkst, ich nutze den Tag oder hier die düstere Form Memento Mori, bezogen auf die Vanitas, dass alles vergänglich ist, das ist der neue Ansporn für ihn und das in Kombination mit dem, was er vorher gesagt hat, ist schon eine sehr starke Message. Er hebt dir quasi den lehrenden Zeigefinger für die Leute, die sich in eine ähnliche Richtung begeben. Ich kann auch für mich und einige Freunde sagen, dass wir uns daran wirklich, also dass wir uns an dem mal auch ein Beispiel genommen haben und da aufpassen werden und ich kann es auch wirklich nur jedem raten. Wenn ihr euch ausprobieren wollt bei sowas, macht das meinetwegen. Testet eure Grenzen, aber geht nicht drüber. Macht das gerne beim Gym oder so oder bei euren Hobbys, aber nicht bei Drogen. Verteufelt es nicht, verteufelt nicht die Leute, die darauf hängen geblieben sind. Versucht es zu verstehen. Setzt euch bitte mit der Materie auseinander. Behandelt es nicht als Tabu, aber passt auf euch auf. Ich lernte die Welt lieben, lernte die Welt hassen. Doch alles, was ich in meinem Leben jemals wollte, ich hab's gemacht. Das ist so schön. Und ich hab es nicht bereut, hab selten wirklich was bereut. Und sollte ich morgen sterben, ich wär down, blöd. Ich glaub, ich wär down, blöd. In meine Mischung aus allem, give a fuck. Und I can't get enough. Oh, es ist
Geil. Ja, das ist das. Gut, dass wir es gerade eben angesprochen haben. Das ist genau dieser Punkt. Er bedenkt, dass er sterblich ist. Er nutzt jeden Tag, also gleichzeitig Memento Mori und Carpe Diem. Und packt das auch noch so, dass er sagt, er hat viel verkackt, aber am Ende des Tages hat er immer 100% gegeben bei dem, was er geliebt hat. Hat immer das gemacht, was er wollte. Wenn er jetzt sterben würde, könnte er sagen, okay, ich bin, so wie es im Titel steht, down with it. Ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. Ich bereue nichts. Das ist halt etwas, ohne Witz, das ist etwas, was ich auch sagen will, wenn die Zeit irgendwann gekommen ist. Irgendwann mal in 80 Jahren oder so. Soll noch eine Weile gehen, das Spiel hier. Und ich finde es krass, weil der AT unglaublich weit ist mittlerweile. Der hat so viel erlebt. Er hat die Welt lieben und hassen gelernt, wie er gesagt hat. Er hat so viel hinter sich, das können sich die meisten wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ach, guck mal, das war jetzt erst relativ seicht. Jetzt, vorhin hat er schon mal der Beat eingesetzt, als er Down With It gerappt hat. Jetzt kommt er wieder, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt seine Vocalspur noch ein bisschen dicker geworden ist, als ob da noch ein Layer dazugekommen ist, als ob er noch was drüber gesungen hätte. Das ist ein geiles Soundbild, ist es wie gesagt, es ist immer noch sehr seicht, aber trotz alledem hat das was. Wie gesagt, es transportiert einen gewissen Vibe. Das könnte im Hintergrund laufen, es wäre cool, man kann sich aber auch transportieren und es hören, es wäre cool. Und du kannst auch nachts um zwei irgendwo draußen liegen und die Sterne gucken und dir denken, boah, also genau so ein Song ist das. Und auch eine coole Pose, wie er da steht, so der Wind weht die Jacke hoch, er breitet so die Arme aus, Füße sind überkreuzt. Das ist eine coole Pose. War gar kein Wind. Die Jacke ist einfach nur so. Und die Videoeffekte sind gar wieder immer so Einblendungen kommen und das aussieht, als ob das Tape vom Video angebrannt oder befleckt ist. Hat so eine schöne Ästhetik. Ich finde es auch echt immer cool, wie AT sich in den Videos bewegt. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht herausragend sein, aber ich muss echt sagen, seitdem ich seit einem Jahr Musikvideos mache mittlerweile, habe ich immer noch nicht raus, gute Performances zu machen. Das sieht bei mir aus wie Toilette. Es sieht so scheiße aus, wirklich. Und ich finde es so krass. Ich habe mir tatsächlich den Alex bei Ruff so ein bisschen als Vorbild genommen und auch da glorreich verkackt. Das soll jetzt bitte kein Diss sein. Ich weiß selbst, dass es echt scheiße war. Irgendworan muss man sich ja orientieren. Und ich finde, er hat immer schon so geile Moves gemacht. Dadurch, dass er auch so lange Arme hat, konnte der auch immer so, naja, so coole Moves mit seinen Händen machen. Gerade bei seiner VBT-Quali fand ich das ziemlich cool. Oder wie sich jetzt aber auch hier mit dem ganzen Körper bewegt und sich da reinhängt, finde ich geil. Das muss man auch den ganzen neuen Deutschrappern lassen, auch wenn ich viele davon nicht leiden kann. Die können sich auf jeden Fall bewegen. Ich habe es nicht bereut, hab selten wirklich was bereut. Und sollte ich morgen sterben, ich werde down with. Ich glaube nicht, wobei jetzt wird's richtig harmonisch gerade, das ist so schön. Down with, in meiner Mischung aus Schadung, give a fuck and I can't get enough. Can I ever get enough? Okay, das loopt sich jetzt quasi immer wieder bis zum Ende wahrscheinlich. Wie das gerade von der Tonlage immer noch ein bisschen gestiegen ist. Das sind alles so viele Gedanken. AT hat uns hier ein einheitliches Gesamtprodukt geliefert. Da war von allem was da. Ich hatte genug zum Analysieren. Wir haben wieder typisch AT bekommen, teilweise aber auch was Neues. Er hat sich auf dem Ding komplett ausgelebt, hat geflext, hat durchgezogen, hat verschiedene Stimmlagen ausprobiert, hat verschiedene Stimmlagen gelayert miteinander, hat ein abwechslungsreiches Soundbild geschaffen, hat gleichzeitig aber auch eine coole experimentelle Hook gemacht und was Neues ausprobiert. Was Neues, was man in verschiedenen Lebenssituationen hören kann, mit einer geilen Message, so wie ich sie gerne höre. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Laber-Eskapaden haben das Ganze nicht auf die Spitze getrieben. Ich hoffe, es kommt wieder mehr von AT in nächster Zeit. Und bis zu meinem nächsten Video nächsten Mittwoch wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Ciao. Bitte die Pass. Kippe das Business, ficke die Charts. Keinerlei Image, allein diese Barbara beißt den Körper von Nicki Minaj. Ich battle Bitches windelweich, da wird die Laune gerne mal ausgelassen. Wie das Licht zur Mittagszeit. Ja, ich werde auch berühmt, doch gehöre nicht zur gleichen Sippe. Mein Fame wird nur zum Donner meiner Geistesbitte.